Ja, ich habe meine Karriere jetzt beendet. Sagen wir mal, ja, ich habe schon überall gespielt, ne? Zuletzt in China, habe da noch mal ein bisschen abgecasht und jetzt, ja, höre ich einfach mal auf, so wie der André Schürrle, und der war das da noch, der letztens aufgehört hat, Marcel Jansen mit 29, habe ich nicht gedacht, geselle ich mich mal zu dem Club, ne? Ja, ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt meinen Trainerschein und werde der neue, der beste Trainer der Welt. Ja, ich werde sogar besser als Jürgen Klopp. Ja, obwohl, ist das überhaupt möglich? Ja, ich fange erstmal klein an. Sagen wir, ja, hole ich Darmstadt 98, mein Heimatverein, zurück in die erste Bundesliga. Ja, und dann in die Champions League. Und dann gewinne ich die Champions League mit Darmstadt 98. Wie in FIFA. Ja, aber das ist jetzt erstmal so mein Ziel, Trainer werden. Ja, ich werde im Training dann nur Kopfbälle trainieren lassen. Ich meine, mit meinen 2 Metern, das ist das Wichtigste. Kopfbälle, Kopfbälle, Kopfbälle. Seien es defensive Kopfbälle oder offensive Kopfbälle. Gegen Bayern im DFB-Pokal 2016 mit Darmstadt 98. Da habe ich per Kopf getroffen, glaube ich. Ich habe oft mit dem Kopf getroffen. Auch als ich dann bei Bayern zu Bayern gekommen bin, habe ich auch ab und zu mit dem Kopf getroffen. Also das Kopfballspiel ist für mich das Wichtigste. Ja, natürlich bin ich immer noch sauer auf den Jogi Löw. Also, ich war glücklich, als er mich angerufen hat und gesagt hat, Sandro, du bist jetzt Nationalspieler. Aber jetzt, ja, als er mich nicht mit zur WM 2018 mitgenommen hat, wo ich mit Timo Werner der beste deutsche Stürmer war, ja, da war ich sauer und habe dann auch meine Nationalkarriere beendet. Also, Jogi, wenn du das siehst, hör mal. Ich bin immer noch sauer. Also wenn wir mal einen Trainerbattle haben, dann werde ich dir zeigen, wie man Trainer ist, ha? Ich werde dann Nationaltrainer und dann werde ich zeigen, wie man als Bundestrainer welchen Spieler aufstellen sollte. Weißt du Bescheid? So meine Zukunftspläne. Wie gesagt, Trainer werden mache ich wahrscheinlich mit links. Nicht mit links, mit dem Kopf natürlich. Mit dem Kopf, ja, Kopfball einigen, bam. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht in der Zukunft irgendwann. Vielleicht bei Darmstadt, vielleicht bei Bayern oder als Nachfolger von Jogi Löw. Du weißt Bescheid, ich hab dich im Auge. Ja, das war der Clip von mir, Sandro Wagner. Und ja, schreibt eure Meinung zu meinem Rücktritt gerne in die Kommentare, aber bitte nicht beleidigen, denn ich denke, ich habe lang genug jetzt Fußball gespielt und möchte auch mal was Neues ausprobieren. Und ja, lasst auch gerne ein Like und Abo für weitere Videos da. Das ist natürlich klar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.